Fraktion Die Linke. Geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Herren! Die Grünen haben uns mit diesem Antrag ja einen ganzen Strauß von Vorschlägen vorgelegt, in denen mit Überlegungen, wie Deutschland mehr und besser werden kann im Bereich der Friedensmediation. Und dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Mediation, also die unparteiische Streitschlichtung, ist ein anerkanntes und äußerst wirksames Instrument in der Konfliktbearbeitung. Und deswegen ist sie geeignet, gewaltsamen Auseinandersetzungen vorzubeugen oder sie eben mit einer für alle Seiten akzeptablen Lösung zu beenden. Wichtig dabei ist, dass MediatorInnen wirklich unabhängig und unparteiisch sind. Sie sollen vor allem den Raum schaffen, in dem Kriegsparteien selbst tragfähige Lösungen und tragfähige Vereinbarungen für ihr weiteres Zusammenleben aushandeln können. Und das ist die Voraussetzung für nachhaltige Friedensprozesse. Und deswegen unterstützt DIE LINKE alle Bemühungen, die Friedensmediation auszubauen und zu qualifizieren und zu einem zentralen Bestandteil deutscher Außenpolitik weiterzuentwickeln. Mich treibt allerdings die Frage um, ob Personen aus Deutschland und der EU wirklich in jedem Fall die geeignetsten Akteure in der Friedensmediation sind, weil ja Deutschland und die EU in vielen, vielen Konflikten auf der Welt Partei sind. Also eine EU-Mediationsmission beispielsweise in Venezuela wäre nach der einseitigen Parteinahme für den Putschpräsidenten Guaido meiner Ansicht nach überhaupt nicht glaubwürdig. Und auch in vielen afrikanischen Ländern, wo die EU-Staaten die Militärs korrupter und gewalttätiger Regierungen unterstützen, dürfte es schwer sein, eine unparteiische Rolle einzunehmen. Deswegen erscheint es mir am geeignetsten, auf einen Ausbau der Kapazitäten in der UNO und in der OSZE hinzuwirken. Dafür braucht es aber auch Geld. Der Kollege von der CDU hat ja deutlich gemacht, dass sie eher kein Geld zur Verfügung stellen wollen. Also wir müssen zum Beispiel die UN Mediation Support Unit finanziell handlungsfähig machen. Das ist doch beschämend, dass sie keine eigenen finanziellen Mittel aus Pflichtbeiträgen hat, sondern für jede halbe Stelle bei den Mitgliedsländern betteln gehen muss. Das geht doch überhaupt nicht. Und sehr wichtig finde ich auch die Forderung unter Punkt 4, den besseren Austausch mit Expertinnen und Experten aus den Ländern des globalen Südens zu suchen. Das Ziel muss doch sein, einen globalen, internationalen Pool an ExpertInnen aufzubauen, die aus den unterschiedlichsten Weltregionen kommen. Bedanken möchte ich mich auch für Punkt 12, wo die Grünen einen Vorschlag von mir aufgreifen, den ich mal gemacht habe, Politikerinnen und Politiker gezielt für Friedensmediationen zu schulen. Das hätte einen doppelt positiven Effekt, weil erstens streiten wir uns hier die ganze Zeit über extrem unterschiedliche, teilweise gegensätzliche Interessen und bringen gewisse Erfahrungen mit. Zweitens würde es den Kolleginnen und Kollegen aus den Regierungsfraktionen ermöglichen, mal die Erfahrung zu machen, dass Frieden nicht das Ziel ist, sondern der Weg. Und den Kollegen von ganz rechts spendieren wir mal einen Kurs in Meditation. Dann lernen Sie was über den Unterschied. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Kollegin Vogler. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gisela Manderla, CDU-CSU-Fraktion.